Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Es geht um die Iohawks. Ich hoffe, ihr hört mich, weil der Mann hat zu blöd die Kamera gehalten. Hallo. Es geht, wie gesagt, um Iohawks. Sie sind wieder zurück. Wir haben sie tatsächlich im Urlaub mitnehmen können. Und in diesem Video wollen wir euch erklären, was wir so für Probleme hatten, was behoben worden ist. Wie der Erfahrungsbericht ist sozusagen. Und ja, genau, was wir für Probleme hatten. So, wie ihr sehen könnt, haben wir uns es erstmal gemütlich gemacht hier in der Kanzelbahn, und zwar rauf auf die Gerlitzen in Österreich. Ja, was können wir denn zum Roller eigentlich so sagen? Naja, wir haben die Dinger gekauft, Marcel, ne? Mhm. Dann sind wir ungefähr so, naja, 100 Kilometer gefahren und dann fingen die ersten Probleme an. Dein Roller, der hatte schon eher das Problem, dass er einen Motorfehler zeigte. Ein Sensorfehler, den können wir noch einblenden. Ne? Den können wir einblenden, genau. H12 war das. Oder war das H6? Nee, der 12. Einer war H12, einer war H6, nee, oder H8. H8. Du hattest H8, ich hatte H12. So, genau. Und der war, wie gesagt, da sind wir berghoch gefahren. Wie gesagt, keine 20% Steigerung, auf keinen Fall. Nein. Und da hat er halt diesen Fehler angezeigt. Danach aber nicht mehr. Genau, danach war wieder eine ganze Ecke Ruhe. Also wir haben in Braunschweig alleine 30 Kilometer sind wir ja diesen Weg da gefahren. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ja, den also 30 Kilometer. Die Ringbahn sind wir da gefahren. Und tja, kein Problem. Hat keinen Fehler angezeigt, hat gar nichts angezeigt. Es war alles in Ordnung. Ja, dann habe ich mal geguckt, was heißt denn dieser Fehler eigentlich? Iohawk hat ja auf der Seite so ein paar Informationen und ein paar Videos, wie man das selber beheben kann. Da soll man dann die Kabel neu verknipsen sozusagen, so dass man dort neue Kabelverbinder reinsetzt. Aber das war mir alles so ein bisschen, naja, zu heikel. Und somit habe ich gesagt, nee, wir unternehmen erstmal gar nichts. Ja, und dann ging das Ganze weiter. Wir sind dann irgendwann wieder in irgendeinem Urlaub gefahren oder in so einem Wochenende, und da hatte der Roller so um die 120 Kilometer drauf, würde ich sagen. Ja, und dann fing auch meiner an. Also erst ging wieder deiner los. Genau, aber mit einem ganz anderen Fehlerbild, weil er immer gebockt hat. Also man hat also nicht zu blöd war, Gas zu geben, weil er immer... Das ging immer wieder ruck, 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 und das merkte man auch dann bei der Beschleunigung. Also es und war sehr unangenehm. Das natürlich. Auf relativ gerader Fläche. Wir waren Mecklenburg-Vorpommern, also auf der anderen Seite der Elbe, Wendland. Genau, wir sind an der Elbe lang gefahren, das war relativ gerade, und der Weg war jetzt auch nicht, wo man sagen kann, ey, ja, Exit Cross, hier musste ins Gelände wirklich, so wie der Name halt auch sagt, Ausgang in die Offroad-Strecke sozusagen. Nee, das war eine ganz normale asphaltierte Straße, wo auch Radfahrer ganz normal gefahren sind. Naja, die Fehler, die können wir euch auf jeden Fall auch einblenden, die wir da gekriegt haben. Dann haben wir das Ganze auseinandergenommen und haben gesagt, na gut, okay, wir gucken mal. Stopp, bevor du bist so weit. Ach so. Dann komischerweise, nachdem er bei mir den H12-Fehler hatte und wir waren auf dem Rückweg, weil ich konnte definitiv nicht weiterfahren. Dann ging meiner los mit dem H8-Fehler. H8-Fehler sagte mir jetzt nichts, habe ich auch nicht so wirklich zu diesem Exit Cross Premium sozusagen gefunden. Also war für mich jetzt irgendwie unerklärlich. Na gut, wie auch immer, wir haben die Dinger dann mal aufgemacht, haben geguckt. Ich hatte da so ein paar lose Verbindungen, die habe ich dann nochmal festgezogen. Das waren die richtigen diese Starkstromkabel für den Motor sozusagen. Können wir euch auch einblenden. Ja, aber dann war das Ganze das Thema. Jetzt müssen wir uns an Iohawk wenden, weil
Wir haben erst beobachtet, aber das ging dann ja auch nicht mehr. So, jetzt was interessant wird, also bei mir war irgendwie alles in Ordnung, also eigentlich fast alles in Ordnung, also nur ein bisschen nachgezogen, ne? Und bei mir lief er danach auch, aber bei dir hat er richtig angefangen zu bocken. Bei mir hat er dann richtig angefangen zu bocken. Wir sind dann nochmal Eis holen gefahren. Das hat alles leider echt gar nichts wirklich gebracht. Da ging es erst richtig los. Naja, und dann hatte ich mich an Iohawk gewandt. Ja, Iohawk hatte sich dann auch auf meine Mail sehr schnell gemeldet. Also, das muss ich sagen, das war top. Ein ganz netter Mitarbeiter hat mich angerufen und sagt, Mensch, oh, es tut uns leid, dass es Ihnen da das passiert ist und so weiter. Also wirklich nett waren die da immer. Und dann war das Ganze so, dass wir die Dinger zurückschicken mussten. Da hatte dann DPD so ein paar Schwierigkeiten, dass wir einen Abholtermin mit denen vereinbart hatten, also über Iohawk. Aber DPD ist nicht erschienen, aber da kann Iohawk ja auch gar nichts zu. Naja, die sind dann hingegangen. Und dann muss ich sagen, innerhalb von einer Woche sind die auch wieder zurückgekommen. Also es ging wirklich sehr, sehr schnell. Wir haben sie vor unserem Urlaub noch wiederbekommen. Das haben die wirklich, die Jungs da, toll gemacht. Es gab eine RAM-Nummer, also das heißt, man musste die RAM dort auch aufkleben und so weiter. Und auch auf dem Paket draufschreiben. Aber das war auch alles gar kein großes Drama. Ja, und dann haben wir... im Endeffekt, was haben wir dann gemacht? Dann kamen die Dinger wieder zurück mit der RAM. Also da gab es so einen Zettel, der ausgefüllt wurde. Und dort hat man auch geschrieben, was man gemacht hat. Bei Marcel, das können wir mal einblenden, da haben sie die Steckverbindung, also die Kabel, neu gemacht. Und bei mir haben sie wohl ein ganz neues Kabel eingezogen. Gut, ich hatte auch einen anderen Fehler. Also ist ja eigentlich wahrscheinlich, dass es auch was anderes gibt. Ja, das waren im Endeffekt so unsere Erlebnisse, die ersten Erlebnisse mit den Iohawks. Wobei, zu DPD muss man dazu sagen, also da hat Iohawk einen Fehler gemacht, weil sie davon ausgegangen, DPD macht das. Sie haben nämlich nur ein Paket, wir hatten aber zwei Pakete. Richtig, ich habe extra nochmal nachgefragt, ob denn das in Ordnung ist, ob der das mitnimmt. Und da wurde mir versichert, nee, ich habe einen Kunden gehabt, also das hatte der nette Herr gesagt. Der war auch wirklich sehr nett und so weiter, das kann ich auch nur sagen, der Mitarbeiter. Und der hatte gesagt, nee, das brauchen wir nicht, habe ich beim anderen Kunden auch so gemacht, der nimmt ihn trotzdem mit. Bei uns war es aber so, der DPD-Fahrer konnte kein Deutsch. Das heißt, wir haben mit in Englisch uns unterhalten und er sagte, nee, das Paket würde dann auch verloren gehen, das kann er nicht machen. Er müsste eine neue Marke. Also kam der DPD-Fahrer dann einen anderen Tag noch einmal. Aber ich musste mit Iohawk nochmal in Verbindung treten. Ja. So, aber jetzt mal zu den guten Sachen. Wie findest du die Iohawk selber? Bis auf, dass ich andere Unfälle baue, weil ich einfach für Motorradfahren überhaupt nicht geeignet bin. Und das ist wie Motorradfahren eigentlich. Gut, das ist halt vielleicht auch ein guter Tipp nochmal an euch. Probiert die Dinger mal aus. Also fahrt einfach mal eine Runde damit, um zu gucken, na, ist denn das überhaupt was für mich? Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, bevor ihr die Teile kauft. Gerade in Hamburg, in München, in Berlin, die stehen alle rum. Ja. Klar, das kostet ein bisschen was, aber ganz ehrlich, investiert das Geld. Ist vielleicht von einer anderen Marke, aber das ist egal. Teilweise sind sie versteckt, ist es Iohawk. Deshalb. Ja, das weiß ich. Iohawk stellt ja auch für die Hersteller her. Deshalb einfach macht es, testet es aus, ob das wirklich was ist. Wir haben im Forum jetzt gelesen, die haben sich auch zwei Stück gekauft und nach zwei Monaten verkaufen sie und kaufen sich lieber E-Bikes. Also das kann man sich sparen. Also testet das aus, ist das wirklich was für euch? Wenn es für euch nicht ist, lasst es sein. Ich bin noch so 50-50, ob das wirklich was für mich ist. Wie gesagt, am Lago Maggiore war es wirklich schön, muss man sagen. Da sind wir umhergefahren. Hier auf dem Campingplatz, wie gesagt, hier allein die Tour um Ossiacher See, die macht auch richtig Fetz. Also da haben wir bis jetzt gar keine Probleme gehabt. Nee, also wir haben jetzt auch schon nach dieser ganzen Aktion, ich muss noch mal einblenden, aber ich glaube, noch weitere 100 Kilometer gefahren ungefähr. Und die Dinger laufen. Also das ist jetzt ist wirklich, seitdem Iohawk das behoben hat und wie gesagt, die Kulanz und so weiter, das war, also Kulanz ist es ja nicht, sondern Garantiefall ja noch, die Abwicklung war wirklich in Ordnung. Also das haben sie schon gut gemacht, auch wenn es dann mit dem DPD noch mal ein bisschen Probleme gab. Aber so ist es halt. Auch der Mitarbeiter, denke ich, hat daraus gelernt und schickt dann in Zukunft zwei. Wenn ihr zwei habt. Ja, also achtet auf jeden Fall darauf. Das kann ich euch auf jeden Fall mit auf den Weg geben. Ja, das ist so unser kleines Fazit.
jetzt denke ich mal, zeigen wir euch noch mal ein paar schöne Bilder, weil wie gesagt, nur uns labern hören, das war jetzt sehr, sehr viel Laberei. Genau. Jetzt solltet ihr noch mal ein paar schöne Bilder bekommen, wie der IOHawk Exit Cross Premium, den wir haben, einfach mal rollt. Genau. Wir sind, wie ihr seht, auch unterwegs. Wie gesagt, wir haben eine wunderbare Tour um den Ossianer See gemacht, und zwar zweimal. Sie laufen aktuell ohne Probleme. Warte mal, ich klopfe auf Holz. Da hinten ist eine Bank. Also noch mehr Holz klopfen geht nicht. Ich hoffe, das ist echtes Holz. Ja, ja. Ja, ich hoffe, euch hat es ein bisschen geholfen. Wir werden immer mal wieder Updates machen. Also wenn wir, sollten wir wieder Probleme haben, was wir nicht hoffen, dann werdet ihr natürlich auf unserem Kanal, entweder auf unserem YouTube-Kanal, also hier, wo ihr das Video seht, oder halt auf Instagram oder auf Facebook, werden wir euch immer mal wieder etwas berichten. Das soll es jetzt gewesen sein. Ich glaube, lange genug ist das Video. Genau. In diesem Sinne wünschen wir euch allzeit gute Fahrt mit euren IOHawk Exit Cross, was immer ihr habt. Und hoffentlich weniger Probleme oder so wenig Probleme wie möglich. Es gibt gar keine Probleme. Das wäre das Schönste. In diesem Sinne, so bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.